Ja, heute bin ich in Oberderdingen bei der Firma Kögel GmbH. Bei mir steht der Matthias Kögel, der Geschäftsführer der Unternehmung. Sie sind ein ERP-Kunde von unserem AB Plus. Und heute stellen wir die Prototypen vor. Wie soll es denn in Zukunft ausschauen bei Ihnen? Sie sind noch nicht online. Ich finde es umso charmanter, dass wir trotzdem das Video heute führen können. Aber viel mehr oder viel wichtiger ist, dass ich ein bisschen was über Sie als Unternehmen kennenlerne. Wollen Sie mir ein paar oder unseren Zuschauern ein paar Kennzahlen geben? Einerseits zum Unternehmen und ja, später zu den Produkten. Genau, sehr gerne. Auch ich freue mich natürlich, dass wir uns heute gemeinsam den Prototyp anschauen können. Die Firma Kögel wurde 1948 von meinem Großvater gegründet. In der Zwischenzeit mit mir in der dritten Generation ein mittelständisches Metallverarbeitungsunternehmen im Bereich der Draht- und Blechfertigung. Ja. Wir sind nach Geschäftsfeldern organisiert und haben vor allem Produkte für die Medizintechnik im Bereich der Sterilgutversorgung. Und gerade die Kombination aus kundenspezifischen Problemlösungen einerseits und recht umfangreiche Standardproduktprogrammlösungen sind sicherlich auch für die ERP-Einführung eine Herausforderung, die auch für uns im Rahmen des Auswahlprozesses für das richtige ERP-System ganz wichtig waren. Von daher freuen wir uns, das Projekt gemeinsam mit Asseco AP Plus einzuführen und umzusetzen. Jetzt bin ich ganz gespannt auf Ihre Produkte. Wollen wir mal Ihr Unternehmen besichtigen? Sehr gerne, kommen Sie gerade mit. Ja, dann gehen wir. Ich sehe hier beispielhaft einen Trockenarbeitsplatz für den Medizinbereich im Bereich der Sterilgutversorgung, den wir sowohl als höhenverstellbare stationäre Variante anbieten oder dann als flexible mobile Variante. Man sieht hier auch exemplarisch, wie der gesamte Arbeitsplatz aussehen kann, von mobile Transporteinheiten, Korb-Sieb-Systeme, Lagerungslösungen für unterschiedlichste Sterilgutprodukte, um so einfach den gesamten Sterilgutkreislauf richtig abdecken zu können. Im zweiten Geschäftsbereich, im Bereich der industriellen Bauteilreinigung oder Werkstücklogistik, stellen wir Lagerungslösungen für Schüttgüter und Versetzwaren vor. Es können verschiedene Körbe sein, verschiedene Schüttgutlösungen oder dann auch Setzwarenlösungen für sensible Bauteile, die oberflächengeschützt aufgenommen werden müssen. Wir haben einen recht großen Baukasten an unterschiedliche Aufnahmegeometrie, um verschiedenste Bauteile flexibel aufnehmen zu können. Genau, wir sind in der Zwischenzeit in unserer Blechfertigung. Wir sehen hier auch unser Herzstück der Blechbearbeitung, ein vollautomatisches Stanzbiegezentrum der Firma Salvagnini, wo wir unterschiedlichste Blechbaugruppen bis zu einer Teiledicke von 3 mm vollautomatisch stanzen und biegen können. Wir sehen hier in dem Bauteil exemplarisch, wie Radiuskantungen, Sicherheitsumschläge, Sicherheitsfalze, das Einkante von Scharniere, alles mit Standardwerkzeugen möglich ist, um so einfach unseren Kunden sehr flexibel die passende Lösung aus Blech anbieten zu können. Genau, wir sind hier am Anfang des Bearbeitungsprozesses. Wir haben hier vor unserer Biegeanlage eine vollautomatische Stanzeinheit, wo wir hier auf 13 verschiedenen Ebenen unterschiedliche Werkstoffe, unterschiedliche Tafelgrößen, unterschiedliche Werkstoffdicken einlagern können und vollautomatisch dem Biegeprozess und Stanzprozess zuführen, um hier einfach dann die Lieferversorgung für unsere Kunden sicherzustellen und gleichzeitig so kurze Durchlaufzeiten wie möglich abbilden zu können. Herr Kögel, Sie haben ja AB Plus als neues ERP-System ins Haus eingeführt oder sind bei der Einführung. Sie haben immer eine tolle Vision in Richtung Ihren Nordstern. Das heißt, Ihr Ziel in grober Richtung ist vorgegeben. Wo sehen Sie jetzt den größten Mehrwert durch den Einsatz von AB Plus in Ihrem Unternehmen? Wir wollen durch den Einsatz von AB Plus zukünftig unsere internen Durchlaufzeiten deutlich verschlanken, deutlich beschleunigen, um einfach für unsere Kunden die Lieferzeiten noch weiter verkürzen zu können. Wir wollen damit auch einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gehen und dann natürlich auch zusammen mit Asseco in Richtung KI-Lösungen, KI-Dashboards etc. uns hier dem Wandel der Zeit stellen und einfach die neuen Medien, neuen Technologien richtig einsetzen.